Wildnistag 34. Ich habe hier gerade mal Ordnung geschafft. Endlich ist all mein Handwerkszeug weg. Ich wollte mal hier alles nett machen und habe mir fest vorgenommen, einen schönen Tag aus diesem Tag zu machen. Ja, ich sehe so aus, weil es natürlich wieder anders gekommen ist. Also erstmal zu Moritz. Moritz ist immer noch in der Hölle. Immer noch fast 40 Grad Fieber. Immer noch keine Aussicht auf irgendwas und immer noch Magenprobleme. Und der dreht, glaube ich, auch langsam durch. Also das ist, es ist alles, es ist so schlimm und ich kann überhaupt nichts machen. Und er auch nicht. Ja, und mir haben sie gerade das Wasser abgestellt. Ich hatte es ja schon kommen sehen. Der Wasserdruck ist die letzten Wochen hier rapide gesunken. Ich habe schon gedacht, na, was ist da los? Dann habe ich auf der Weide schon die Markierung gesehen. Das ist immer, wenn die wissen, aha, hier ist irgendwie Rohrbruch, irgendwas ist da, ne? Da läuft was raus, deswegen kommt das nicht bei uns hier an. Na, regnet das jetzt hier auch gleich noch? Das würde mir auch noch fehlen. So ein Wasser brauche ich nicht. Und ich wusste jetzt, irgendwann kommt dieser Tag, wo sie dieses Wasser ausschalten. Und er ist natürlich heute nicht an dem Tag, wo ich die ganze Zeit mit dem Auto auf der Autobahn sitze und Moritz besuche und andere Dinge zu tun habe. Auch nicht, wenn ich schon geduscht habe oder eigentlich nur auf der Wiese rumliege und nicht dringend Wasser brauche, sondern er kommt in dem Moment, wo mein Pisspot voll ist im Klo und ich ihn leeren und ausspülen müsste. Er kommt in dem Moment, wo ich mir noch nicht mal das Gesicht gewaschen habe, geschweige denn geduscht habe und natürlich auch am Haarewaschtag, ist ja klar. Gut, ich bin ja nicht blöd, ich habe mir natürlich einen Kanister voll Wasser gezogen, als ich merkte, der Druck sinkt. Der steht auch im Schuppen, also ich kann immer mal Hände waschen oder Zähne putzen oder sowas, das ist alles gar kein Problem, aber das macht noch keinen schönen Tag. Also definitiv nicht. Und das wird jetzt mindestens den halben Tag kosten, je nachdem, wie schnell die Jungs da vorne sind. Und bis dahin sind mir halt wieder so die Hände gebunden, weil es nicht vorangeht und ja, bla. Ich weiß, das sind alles Kleinigkeiten und man muss sich nicht drüber aufregen, aber ich erlaube mir jetzt einfach mal, das zu tun. Denn ich hatte einfach Lust auf einen schönen Tag und ich wollte wirklich gucken, ob ich heute nicht mal mit etwas Kreativem anfange. Nicht. Okay, ich habe gerade nochmal alles gegeben, bin da vorne hingejullert. Ich weiß ja, wo das Rohr immer an der gleichen Stelle bricht. Weil ich das schon weiß, frage ich mich immer, wieso können die das nicht endgültig reparieren? Aber gut, Rücken. Ich habe nochmal alles gegeben und versucht so, ne, von wegen mit meinen ungewaschenen, ungeschminkten, schönen Augen so ein bisschen Zeit rauszuschlagen, so nach dem Motto, oh bitte, helft einer Frau, die sich noch nicht einmal die Zähne geputzt hat. Ja. Na, die stoische Gelassenheit der Installateure oder wie man diesen Beruf nennt, kenne mich da nicht aus, war die ganz klare Ansage, nicht vor 12, junge Frau. Okay, ich muss mich jetzt damit arrangieren. Ich werde also sämtliche Körperpflegeaktivitäten und auch die Reinheit meiner Toilette, die um diese Zeit sonst schon cleanes rein für den Tag bereit ist, nach hinten vertagen und gucken, dass ich das irgendwie trotzdem sinnvoll hier irgendwie nutze, die Zeit. Und dann hoffen wir einfach, dass es klappt. Das Positive an dieser ganzen Aktion ist natürlich,
Es war schon die ganzen letzten Wochen so, dass wir unfassbar niedrigen Druck hatten, was logischerweise an dem kaputten Rohr liegt. Ich wusste das ja auch schon. Aber der Vorteil ist jetzt natürlich, wenn die das jetzt irgendwie wieder zusammenstückeln, dass das besser wird wieder. Und das schenkt mir jeden Tag wieder eine halbe Stunde, weil ich inzwischen fürs Blumengießen teilweise eine ganze Stunde gebraucht habe, weil halt nur so ein Rinnsal aus diesen Hähnen kam. Das ist natürlich dann letzten Endes auch wieder gut. Ja. Yay. 2 Uhr. Und das Wasser ist wieder da und es ist nicht nur wieder da. Es hat den vollen Wasserdruck. Das ist so krass. Ich kann euch das gar nicht beschreiben. Ich habe sonst jetzt für das Duschen irgendwie, ich weiß nicht, 10 Minuten oder so gebraucht. Für Haare waschen eine Viertelstunde. Also, weil es toppelte da halt nur rum. Ich habe auch ziemlich dickes Haar so, ne? Das ist ja irgendwie schwierig dann. Und jetzt kommt da ein Mammutstrahl raus. Damit könnte ich Sand strahlen. So total krass. Haare waschen, so zack, 3 Minuten duschen, 1,5 Minuten. Super krass. Okay, dieses Warten hat sich wirklich mal gelohnt heute. Ich kann es nicht fassen. Was für ein, also das ist, kann man gar nicht beschreiben, was das für eine Erleichterung ist beim Blumengießen oder bei allem und vor allem. Entschuldigt, dass ich hier so nudistisch rumsitze. Ich wollte nur kurz meine Freude teilen. Aber vor allem ist es auch ziemlich geil, weil ich ja eigentlich dieses Jahr überall Schrumpfschläuche installiert hatte. Und die funktionieren ohne Druck nicht. Und jetzt kann ich das wieder. Ich hatte erst schon wieder den schweren alten Plastikschlauch da dran und zerrte da drum und bla. Und dieses kann ich jetzt alles wieder abmachen und schrumpf dran. Und dann, oh, das wird das hier alles viel besser und leichter und schöner. Das finde ich jetzt wirklich gut. Aber ich habe auch Wasser im Ohr. Ich war den Druck nicht mehr gewöhnt. Ja. So, der Tag neigt sich dem Ende zu und das heißt, die Rasenmähpflicht steht an und ich habe keinen Bock. Ich habe echt, also es ist wirklich so, die letzten Wochen war es schon so, dass mir das irgendwie alles egal war und ich einfach alles gemacht habe, was man von mir wollte. Aber heute habe ich so richtig keine Lust und das heißt nichts. Ich will auch jetzt hier nicht irgendwelche Vorstellungen schüren oder so, aber ich habe mal testweise ein Kapitel der Trilogie gelesen, zu gucken, was so passiert. Und darauf hätte ich irgendwie mehr Bock, muss ich sagen. Also mehr Bock als auf Rasenmähen. Aber es ist halt immer, ne, mit dem, ich muss halt die Akkus getauscht kriegen. Und morgen kommt Mama, das bietet sich halt an. Wenn ich das heute mache, kann ich ihr die morgen wieder mitgeben. Auch so vom Intervall passt das sehr gut, gerade zum letzten Rasenmähen. Also muss ich es machen, das macht sonst keinen Sinn. Morgen Abend regnet es wieder, heute Nacht ist es so nass inzwischen, dass ich, also man kann frühestens ab 1 mähen, dann ist aber Mittagsruhe, das heißt, dann müsste man um 4 mähen, da bin ich aber im Krankenhaus und so weiter und so fort. Also das heißt, heute ist der Tagpunkt und ich kann mich da nicht rausreden. Ich muss das jetzt machen, weil ich habe keine Lust. Aber ich denke, ich werde es gleich trotzdem machen. So, Rasen ist gemäht und es folgt Epilieren. Völliger Schwachsinn, diese Körperpflege letzten Endes. Also erstens sieht mich ja kein Schwein im Moment. Und zweitens werde ich in meinem ganzen Leben nie wieder Sex haben. Also von daher ist das eigentlich alles totaler Schwachsinn. Aber ich mache es irgendwie gerade hier in der Wildnis trotzdem exzessiv. Ich weiß auch nicht, also zu Hause komme ich tatsächlich, ne, gerade in den Wintermonaten mit der ganzen Arbeit und allem komme ich irgendwie nie zu sowas. Und hier ist das dann irgendwie so, das kann man so nebenbei machen, mal so ein bisschen auf sich achten und Augenbrauen zupfen und solche Sachen. Und gehört irgendwie dazu. Wobei ich, apropos Sex, also für die Frauen, die jetzt zuschauen, so Männer interessiert das alles wahrscheinlich nicht, aber also Sex schon, aber nicht, was ich jetzt hier so erzähle. Ich überlege jetzt auch die ganze Zeit, ob ich nicht die Pille absetzen sollte. Also, Moritz und ich sind ja bei dieser Kinderentscheidung nie final an einen Punkt gestoßen, beziehungsweise wir hatten uns ein Zeitfenster gesetzt und gesagt, okay, wenn es uns da überkommt, machen wir das und wenn nicht, dann nicht. Das Zeitfenster wurde immer geringer, dank Corona, dank Stress, dank Fahrradunfällen, Grippe, Krankheiten, offenen Kiefern, Umzügen und so weiter. Und wie gesagt, jetzt ist das so ziemlich erledigt. Also man hatte uns halt vor der Therapie gefragt, ob wir ein bisschen von Moritz einfrieren wollen, um, wenn wir denn noch Kinder haben wollen, bevor meine biologische Uhr endgültig aufhört zu ticken oder nur noch tickt, noch eine Chance haben wollen. Aber diese ganze künstliche Befruchtungsgeschichte und alles, da wissen wir oder da sind wir uns beide einfach einig, dass das nichts für uns ist, weil wenn der Kinderwunsch so stark gewesen wäre, hätten wir das schon
vor Ewigkeiten angeleiert und wir sind, glaube ich, eher so der Typ Paar, der sagt, wenn es sein soll, wird es auch passieren. Und das schließt auch diese Situation mit ein. Also es ist ja nicht so, dass Moritz den Rest seines Lebens unfruchtbar sein wird. So ist das ja nicht. Es ist nur so, dass bei mir irgendwann der Endpunkt erreicht ist. Und deswegen haben wir uns auch in dieser Situation dazu entschieden, das einfach dem Schicksal zu überlassen. Das ist okay für uns beide. Es ist halt nur irgendwie so, also ich nehme halt eine Pille, die eigentlich ist es auch so ein Präparat, was dafür gedacht ist, Frauen über die Wechseljahre zu bringen. Und seit Jahren spiele ich mit dem Gedanken, das Ding einfach abzusetzen, weil ich mir so denke, mein Gott, so, ne? Also wenn dann halt auf einmal, wenn ich dann schwanger bin, dann ist es halt so, dann soll es so sein und wenn nicht, dann nicht und dann ist auch gut, aber ich will das irgendwie auch nicht mehr nehmen. Und jetzt ist es halt auf absehbare Zeit, so also abgesehen davon, dass ich Moritz Wochen und Monate nicht mehr zu Gesicht bekomme und garantiert nicht die Gelegenheit bekomme, mit ihm irgendwo eine schnelle Nummer zu schieben, brauche ich diese Verhütung einfach nicht mehr. Und die Krux ist halt, dass wenn man das absetzt, also diese Pille jetzt oder auch generell dann die Verhütung, es ist halt so, dann hat man seinen fruchtbarsten Moment. Das heißt, also ich nehme auch Folsäure, denn es ist, also wir haben uns nie aktiv für ein Kind entschieden, ja, aber wir waren praktisch bereit, es zu tun, sozusagen. Das heißt, ich nehme auch seit Monaten schon Folsäure und habe mit meiner Frauenärztin alles durchgesprochen und es ist so, dass an dem Tag, wo Moritz und ich sagen so, okay, komm hier, Kinder, los jetzt, würde ich diese Pille absetzen, meine Folsäure-Depots wären auf Anschlag voll und wir würden loslegen. Und ich wäre in dem Moment so fruchtbar wie nie wieder in meinem Leben. Und deswegen scheue ich mich so ein bisschen davor, dieses Verhütungsmittel abzusetzen, weil das ist sozusagen, ne, wir wissen ja auch gar nicht, ob wir überhaupt Kinder kriegen können und ob ich nur fruchtbar bin oder er es ist oder keine Ahnung. Und das ist aber sozusagen die Idealvoraussetzung, also dieser Moment vom Absetzen des Präparats und mit voller Folsäure und allem. Und den will ich natürlich nicht verspielen für den Fall der Fälle. Aber wie unwahrscheinlich ist denn bitte dieser Fall noch, denke ich mir jetzt so. Und ach ja, keine Ahnung, das war so ein bisschen Frauentalk an dieser Stelle. Solche Gedanken mache ich mir halt momentan, ist ja auch irgendwie logisch. Weil ich dann, ne, dass ich inzwischen abends alles, ne, dann nehme ich die Pille, dann nehme ich die Folsäure, dann nehme ich eine Schlaftablette, also auf hier pflanzlicher Basis aus der Drogerie, weil ich sonst auch schon nicht mehr schlafen kann seit Monaten. Dann nehme ich eine Lavendel-Beruhigungstablette, weil ich sonst die ganze Nacht durchschwitze und in Panikanfälle gerate, seit Monaten. Und was sich da halt abends alles so auf meinem Pillenteller befindet, das macht mich auch irgendwie nicht ganz happy. Es ist alles weitestgehend pflanzlich und es ist auch nichts Dramatisches und es ist auch keine Sucht oder so. Aber ich denke mir halt so langsam so, okay, ne, einige davon machen die halt noch Sinn. Ja, keine Ahnung. Naja, sowas geht mir durch den Kopf. Gut, also Rasen gemäht, alles soweit fertig. Ich werde jetzt Essen machen. Es gibt heute nichts Besonderes, nur Tomate und einen sehr fragwürdigen Mozzarella, der schon sehr lange in dieser mal kühlen und mal überhaupt nicht kühlen Gefrierbox-Situation da lag. Also bestimmt schon über eine Woche. Und es gab Zeiten, da war da nur noch lauwarmes Wasser drin. Deswegen kann sein, dass ich den Rest der Nacht auf meinem schönen neu gebauten Klo verbringe. Aber ich riskiere es jetzt einfach. Also nichts Spannendes, was hier gekocht wird, das werde ich jetzt mal essen. Und dann in den Abend starten. Nachtrag. Also diese Pfanne, die habe ich ja neu, die ist echt der totale Hit. Ohne Abwaschen habe ich nur kurz ausgewischt, nachdem ich Fleisch angebraten habe. Und das Fleisch hat echt, also ist ein super Ergebnis. Für 24,90 € oder was bei Edeka. Und ich liebe sie. Sie ist jetzt mein neuer bester Freund. Yummy. Super lecker. Und ja, das ist viel zu viel für eine Person, aber wie es halt in Supermärkten so ist, man kriegt ja immer nur zwei Stück Fleisch, nicht eins. Also ja, ich esse, soweit ich komme. Und entweder esse ich den Rest morgen Mittag. Mama bringt ja auch Frikadellen mit oder so und wir machen Nudelsalat. Oder keine Ahnung. Aber ich habe alles gegeben. So lecker.